Hallo nochmal und herzlich willkommen zum krönenden Abschluss der Tagung Politische Bildung liebt digitale Gesellschaft. Wir haben 2 Tage hinter uns mit interessanten Themen und Themenräumen. Es waren tolle ReferentInnen, die ganz tollen Input gegeben haben zu diesen Fragen um politische Bildungsarbeit und digitale Gesellschaft. Wir haben über Herausforderungen gesprochen und über Beteiligungsmöglichkeiten. Wer kann sich wie beteiligen? Wo sind die Hürden bei der Beteiligung am politischen Diskurs in digitalen Räumen? Welche Herausforderungen gibt es, wie Verschwörungsmythen und Falschinformationen und wie beeinflussen sie Demokratie und auch unsere politische Meinung? Aber auch Herausforderungen wie, wie kriegt man das technische Know-how und Medienkompetenz unter die Leute, nicht nur unter SchülerInnen, sondern auch wie können sich Erwachsene da fortbilden. Das alles haben wir in diesen Themenräumen besprochen und jetzt möchten wir aber auch nochmal in diesem wunderbaren Panel nochmal eine Abschlussdiskussion führen zu der Frage, wie kommt politische Bildungsarbeit in die digitalen Räume? Was braucht es und wie kriegen wir eine politische digitale Gesellschaft gut hin? Dazu habe ich ganz tolle GästInnen. Ich fange ganz außen an. Einmal haben wir hier Ulrika Engler, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen. Hallo, schön, dass Sie nochmal da sind. Oder du, wir duzen uns hier bei dem Panel. Schön, dass du nochmal da bist. Ihr könnt gerne applaudieren. Ich finde, das kann man auch mal. Daneben steht Silke Lesemann. Sie ist seit 2008 Mitglied des Niedersächsischen Landtages und seit 2013 Sprecherin der SPD-Landesfraktion für Wissenschaft und Kultur. Und sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landesfraktion und Vorsitzende des Kuratoriums für die Landeszentrale für politische Bildung. Hallo, Silke Lesemann. Nilé ist Journalistin, Speakerin und Moderatorin. Ihre Schwerpunkte sind bei Feminismus und Medien. Dafür oder dazu hat sie schon in sehr vielen unterschiedlichen Medien publiziert, unter anderem bei der taz, bei Funk, bei Zeit Campus. Mittlerweile ist sie beim MDR und schreibt bei jetzt.de die Kolumne Female Gaze über Tropes, Narrativen in Film und in der Popkultur. Studiert hat sie Journalismus und Kommunikationswissenschaften in Leipzig und Ohio. Schön, dass du da bist, Nie. Und an meiner Seite habe ich Esra Karakaya. Sie ist vieles, Journalistin, Gründerin, ich würde auch sagen Entertainerin, Comedian, Talkhost. Auf jeden Fall ist sie bekannt auch am meisten, glaube ich, dafür, für ihr tolles Format Karakaya Talk, wofür ich voll Transparenz auch einen Monat gearbeitet habe. Für Karakaya Talk wurde sie für den Grimme Award nominiert und mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. In diesem Format, in dem Talkformat, geht es um Menschen und deren Themen, die oft leider nicht gehört werden. Und denen gibt sie eine Plattform und da redet sie über alles zwischen Politik und Popkultur. Schön, dass du da bist, Esra. Ich würde gerne anfangen, dadurch, dass wir hier viele unterschiedliche Perspektiven zusammengesammelt haben in diesem Panel, mit der Frage, vielleicht kann es jede von euch einmal in einem Satz zusammenfassen, damit wir auf ein Level kommen, was politische Bildungsarbeit überhaupt für euch bedeutet. Nie, fang doch mal an. Politische Bildungsarbeit bedeutet für mich jegliche Art von ja, Bildungsangeboten, auch Empowerment-Angeboten, damit
Leute ein gutes Demokratieverständnis, ein gutes Zivilcourageverständnis entwickeln, um so auch ein guter Teil der Gesellschaft zu werden und damit sie wissen, wie sie ihre Stimme benutzen können. Danke. Silke Lesemann, was ist politische Bildungsarbeit für dich? Also ich finde, das Motto der Landeszentrale für den, in Niedersachsen, Demokratie beginnt mit dir, sagt schon ganz viel aus. Es bedeutet, dass Demokratie zum Mitmachen braucht und Demokratie braucht auch Kenntnisse darüber, wie ich mitmachen kann und braucht natürlich auch Menschen, die in der Lage sind und es auch wollen und können, mitzumachen. Also das Thema Selbstbefähigung, Empowerment ist ganz wichtig und Demokratie braucht Mitgestaltung und politische Bildungsarbeit bedeutet, Menschen zu ermutigen, mitzumachen. Ja. Schön. Ulrika, was würdest du sagen, ist politische Bildungsarbeit für dich? Ja, jetzt ist natürlich unser Motto hier schon weg, aber dann nehme ich den Untertitel unserer heutigen Tagung, weil ich finde, dass der ganz gut so einen Dreischritt in der politischen Bildung deutlich macht, nämlich verstehen, hinterfragen, gestalten und vielleicht noch anhand eines Beispiels, was wir hier ja auch viel diskutiert haben in den zwei Tagen, künstliche Intelligenz, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, wo auch sehr deutlich wurde, wow, da gibt es noch ganz viel, was wir erstmal alle auch verstehen müssen, wie diese vielen Daten da gesammelt werden. Es geht ja letztlich um maschinelles Lernen, wie die verarbeitet werden, was damit passiert, wie funktioniert das so ganz genau. Was hat das für Auswirkungen auf unseren Alltag? Wir hatten ja das Beispiel in der Küche mit dem günstigen Thermomix, was da alles passieren kann. Aber eben auch das Hinterfragen und Reflektieren. Wollen wir das? Was daran finden wir gut im medizinischen Bereich zum Beispiel? Und was ist aber, wenn zum Beispiel rassistische Muster tradiert werden? Wie müssen wir da mit umgehen? Ich glaube, da braucht es auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, damit wir dann eben zu dem Punkt Gestalten überhaupt erst kommen können. Wie wollen wir denn die Gesellschaft gestalten? Weil dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Verständnis für die Dinge zu hinterfragen, um dann auch wirklich die vielen tollen Formen, die es gibt, mitzugestalten, auch zu nutzen. Etwas mehr als ein Satz, sorry. Nee, aber es ist ja auch schon, impliziert auch schon die Herausforderungen, auf die kommen wir gleich auch nochmal mehr zu sprechen. Davor möchte ich aber gerne noch von dir hören, Esra, was begreifst du unter politischer Bildungsarbeit? Ich muss ehrlich gestehen, die Frage fällt mir so ein bisschen schwer, aber ich glaube, ich würde sagen, dass es viel was mit Transparenz zu tun hat. Politische Bildungsarbeit bedeutet für mich, dass Menschen anderen Menschen quasi zeigen, wie Prozesse aussehen, wie alles funktioniert, also quasi das Wie erläutern. Und das andere ist für mich die Ausstattung, also Menschen mit Werkzeugen ausstatten, damit sie wirken können. Weil wir alle sind politisch, wir brauchen nicht noch mehr Input, ist also mein Ansatz, einfach zu sagen, das sind die Tools, so kannst du dieses Wie quasi mit beeinflussen. Also es geht, ich merke schon, es geht sehr viel um Teilhabe, wer kann teilhaben, wie kann man, und das ist auch quasi ein fundamentaler Teil für auch die Demokratie oder für Demokratie im Allgemeinen. Jetzt würde ich gerne wissen, bleibe ich kurz bei dir, Esra, würdest du deine Arbeit denn überhaupt als politische Bildungsarbeit begreifen? Ist das ein Fokus, den du überhaupt reflektierst in deiner Arbeit? Nicht zwingend. Ich habe nicht gestartet, weil ich gedacht habe, oh, ich mache jetzt politische Bildungsarbeit. Aber ich sehe schon, dass das eine Wirkung hat. Also ich glaube schon, dass einfach durch die Art und Weise, wie wir über Sachen sprechen und durch die Besetzung so ein bisschen das Wie erklärt wird, wie vielleicht Prozesse aussehen können. Und ja auch dieses Sprechen über Themen und dieses Diskutieren, empathisch sein, diskutieren, das ist ja auch ein Werkzeug. Da kann ich schon sagen, das ist ein Stück weit politische Bildungsarbeit, aber es war eigentlich nie. Ich würde nicht an erster Stelle sagen, dass diese Talkshow politische Bildungsarbeit ist. Das ist an erster Stelle erstmal ein Medienprodukt und das ist erstmal Medienprodukt, Punkt. Aber sie befähigt, ich würde einfach nochmal sagen, würde jetzt aber argumentieren, sie befähigt ja trotzdem Leute zu einer Teilhabe und nutzt dafür auch die digitalen Räume, weil man sich da Plattformen schaffen kann, gerade wenn der Fokus darauf liegt, Leuten Gehör zu verschaffen und auch eine Plattform und eine Teilhabe zu verschaffen, hast du ja auch einen digitalen Weg gewählt oder eine digitale Plattform, weil es da vielleicht die Möglichkeit gab und weil es da einfacher war. Also irgendwo ist es, also ich will dich nicht davon überzeugen, aber das kann ja für die auch dazu.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, für mich ist politische Bildungsarbeit in meinem Kopf immer sehr schnell institutionell, sehr schnell, es sind sehr schnell starre Strukturen. Also ich konnotiere eigentlich viel mehr Sachen mit, also oder beziehe Charakteristika mit diesen Sachen, die ich auch nicht auf unser Produkt beziehe, auf unsere Show. Ne? Irgendwie zu sagen, das ist viel Vereinsarbeit und das ist viel Institution, das ist viel und trocken und nicht lustig und nicht, und das will ich ja alles nicht. Das ist ja genau das, warum ich sage, dass ich... Genau, deshalb wollte ich gerade auch fragen, Ulrike, du stehst schon da hinten. Weil das ist nämlich, nicht die große Herausforderung, dass das diese, dass das, glaube ich, es geht ganz vielen Leuten so, wie Esra das gerade beschrieben hat, dass man denkt, oh, politische Bildungsarbeit, das verbinde ich irgendwie mit so starren Konzepten und Institutionen und vor allen Dingen nicht mit digitalen Räumen. Ist das was, ist das eine Auffassung oder eine Herausforderung, die du siehst? Also ich kann es total nachvollziehen. Es ist auch absolut sinnvoll, in bestimmten Kreisen erstmal nicht zu sagen, wir haben hier ein Seminar der politischen Bildung, weil es dann einfach abschreckend wirkt, ist uns auch sehr wohl bewusst. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Formate, aber ich glaube, da hat sich wirklich sehr viel getan in der politischen Bildung. Und das ist ja auch unser Anspruch jetzt mit der recht neuen Landeszentrale, eben politische Bildung auch zeitgemäß zu gestalten und eben auch in digitalen Raum zu gehen, digitale Ansätze zu nutzen. Wir haben da noch ein bisschen zu tun mit. Und da ist auch, finde ich, Karakaya Talk wirklich ein super Format, was man ja auch für politische Bildung, genau, glaube ich, auch tatsächlich sehr gut nutzen kann, ohne es schon wieder irgendwie zu verzwecken. Aber ich glaube, wir sind da wirklich auf einem tollen Weg und politische Bildung ist eben nicht nur vielleicht das, was du direkt im Kopf hast. Wir haben ja auch mit Konterbund, finde ich, eine kreative App, auch mit spielerischem Ansatz, ein kleines Minigame mit eingebaut und wirklich gucken, was trifft denn wirklich auch auf die Lebenswelten von vielen verschiedenen Menschen. Ja. Und vielleicht auch nicht nur von denen, die so traditionell eigentlich schon immer politische Bildung machen, sich die Informationen auch schnell selber zusammensuchen. Insofern tut sich so ein bisschen, wir arbeiten dran, dein Bild aufzubrechen. Nee, du hast ja, kennst vielleicht ein bisschen beide Seiten aus deiner Laufbahn, aus deiner akademischen Laufbahn vielleicht und dann gleichzeitig als deine Tätigkeit als Journalistin. Wie empfindest du das? Hast du das Gefühl, es gibt so ein bisschen eine Lücke in diesem, in dem Transfer, was ist politische Bildungsarbeit, wie kommt die in digitale Räume und wen erreicht sie? Siehst du da? Ja, also... Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man da mehr Transferarbeit noch leisten kann, gerade was so Wissenschaft angeht. Das heißt ja immer so, Wissenschaft ist in einem Elfenbeinturm und auch als ich an der Uni war, dachte ich, das sind so viele interessante Sachen, aber Leute, die jetzt gerade nicht mit im Seminar sind, nicht den Zugang zur Universität haben, aus Klassengründen, aus finanziellen Gründen zum Beispiel, da ist so viel Wissen und das ist für viele gar nicht zugänglich. Oder auch die ganzen Datenbanken, wo halt tolle Aufsätze sind und so kann man sich aber nur einloggen, wenn man an der Uni immatrikuliert ist. Und ich glaube, Professor Drosten, würdest du sagen? Also es ist halt, das sind halt diese, dass der Zugang bei diesen, also zu so verschiedenen Unisachen halt oft sehr beschränkt ist. Das finde ich halt schon auf jeden Fall. Und das ist auch was mit einem finanziellen Hintergrund zu tun hat. Und ich glaube, Leute mochten halt den Podcast von Professor Drosten so sehr, weil auf einmal war es so, gute Wissenschaftskommunikation. Auf einmal waren so diese super komplexen Themen für die meisten jetzt oder für alle zugänglich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Podcast. Und das ist ja so ein richtig tolles, also ein Positivbeispiel. Und ich würde mir auch wünschen, dass dieses Wissen, was da ist, nicht nur als, ja, gerade in Akademia, als gut für so eine bestimmte Zielgruppe gesehen wird, sondern dass man sich schon noch denkt, für wen mache ich überhaupt Wissenschaft? Also ich denke mir so, als ich halt auch geforscht habe, ich will, dass die Ergebnisse rauskommen. Ich möchte das vielleicht auch journalistisch aufarbeiten, sodass verschiedene Zielgruppen wissen, was da eigentlich rauskam und nicht nur, ja, auf meiner Fachkonferenz werde ich das mit anderen WissenschaftlerInnen besprechen. Denn für wen macht man denn dann sonst Wissenschaft? Also man sollte schon auch an die Leute rausgehen. Wieder Stichpunkt Beteiligungsmöglichkeiten. Wer genau, und Zugänge vor allem. Und Zugänge. Aber Esra, du wolltest widersprechen. Ich möchte dir das gerne... Ich würde voll gerne widersprechen. Ich gehe da voll mit, ne, dass es auf jeden Fall Barrieren gibt. Es gibt Hindernisse, warum nicht alle Menschen irgendwie in die Akademie reingehen können, in die Uni können. Aber das geht ja auch davon aus, dass in der Akademie, dass die Wissenschaft an sich perfekt ist, dass da, wenn einfach nur alle da drin wären, dann wäre alles okay. Das stimmt aber nicht. Wissenschaft ist unglaublich, ist biased. Es ist nicht... Wissenschaft hat eine Narrative, das ist nicht neutral, es ist nicht objektiv und auch nur, weil
ne, ich weiß, dass du studiert hast, ich weiß, dass ich studiert habe, ich glaube. Und ich hatte Zugang zu diesen Räumen und ich muss trotzdem sagen, dass es hat mich nicht empowert und es hat mich auch nicht im gewissen Rahmen, ich sag mal so, mein Studium, so wie es angesetzt war, hat mir nicht das Wissen gegeben, hat mir nicht beigebracht, die Werkzeuge, damit ich mitwirken kann. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mir einzelne Seminare aus anderen Instituten mit von bestimmten ProfessorInnen irgendwie angeguckt habe, da hingegangen bin und mir proaktiv das reingezogen habe. Aber das ist immer noch die Ausnahme. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir davon ausgehen, dass politische Bildungsarbeit perfekt ist, dann haben wir schon mal eine Schieflage. Wir müssen erstmal davon ausgehen und fragen, okay, welche Art von, wofür steht denn die politische Bildungsarbeit? Sind die Menschen, die in der politischen Bildungsarbeit unterwegs sind, haben sie das Verständnis, dass wirklich alle mitgedacht werden? Also da so ein bisschen mehr dieses, so ein bisschen mehr eine Augenhöhe schaffen, zu sagen. Das, was ich jetzt daraus höre, ist, dass man eigentlich mehr Leute bräuchte in der, sag ich mal, Wissensproduktion dieser, sag ich mal, in der Wissenschaft oder in der Wissensherstellung dieser politischen Themen, damit man diesen Bias, wie du sagst, weil alleine schon diese Zugänge schon von einer bestimmten Perspektive informiert sind und gleichzeitig, es ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Problematik, die ich gerade sehe. Das heißt, es bräuchte irgendwie einen Transfer, es müssten mehr Leute reinkommen, um diese Arbeit dann letztendlich auch besser zu machen. Ne? Also deshalb wieder, Demokratie beginnt ja mit jedem Einzelnen, mit der Teilhabe jeden und jeder Einzelnen, weil sonst funktioniert es nicht. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz, Silke Lesmann in diese Unterhaltung mit einbinden. Und zwar, das ist ja dann auch eine Frage mit, wie geht man denn, wenn man dieses Dilemma hört? Es gibt, hier gibt es irgendwie eine Lücke oder eine Herausforderung, wer kann sich beteiligen und auf wer kriegt die Zugänge? Gibt es da eine politische Antwort drauf? Was gibt es da Mittel oder was bereitgestellt werden kann? Ist es ein Thema bei dir? Also mir kribbelt es die ganze Zeit schon. Wir haben ja auf der einen Seite, ich bin jetzt Vertreterin der institutionalisierten Politik, indem ich in einem Parlament bin. Ich bin aber auch Ortsbürgermeisterin in meinem Dorf, wo ich, das bin ich auch schon seit fast 20 Jahren, bin im Ortsrat, bin im Stadtrat, bin in verschiedenen politischen Gremien, die unsere Verfassung uns zur Verfügung stellen. Und wir haben immer das Problem, genügend Leute zu finden, die mitmachen. Und ich glaube, man kann da mitmachen. Das ist kein Hexenwerk, das ist nichts Kompliziertes. Das geht darum, die Interessen, die man im Ort hat, in einem Dorf von 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern zu vertreten, sich einzubringen. Und es ist immer unheimlich schwierig, Leute heranzubekommen, weil eine Hürde irgendwo da ist, also eine gefühlte Hürde. Das ist alles so schwierig, das zu machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit diskutiert, wie vermittelt man politische Themen in einer digitalen Öffentlichkeit. Also jetzt nicht mehr auf dem Marktplatz, mit dem ich ja auch zu tun habe. Mhm. Also ich spreche ja face-to-face mit den Leuten und viel weniger über Facebook oder über andere Kanäle, weil ich kann die ja noch so kontaktieren und viele von denen, mit denen ich zu tun habe, das sind, wie sagt man so schön, Digital Non-Natives. Ne? Also die sind älter als ich. Ich bin, na, das geht alles noch so, ich kriege das schon noch auf die Reihe, aber ja, und oder trefft ihr auf dem Fußballplatz. Das ist eine andere Form von Kommunikation. Und als Politikerin bin ich natürlich auch gezwungen, mich anders auch auseinandersetzen zu können, weil vieles von dem, mit dem wir konfrontiert sind, übers Netz läuft, als neue Dimension. Und das ist ja hier auch Thema gewesen. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen, weil das hat mich die ganze Zeit so umgetrieben, darauf zu kommen, wie kann man das verbinden? Weil wir müssen ja auch diese gegebenen Machtinstrumente nutzen. Und Politik hat immer mit Macht zu tun. Und ich möchte, dass da aus unterschiedlichsten Gruppen unterschiedlichste Menschen teilhaben können und nicht, wie ich es bei mir im Stadtrat erlebe, dass da ungefähr 5 Frauen von 35 sitzen. Es sind sonst überwiegend eben Männer und alle sind sozusagen weiß und gerne auch über 50. Mhm. Und das gehört aufgebrochen. Aber ja. Genau, das ist aber, also wenn man über unterschiedliche Gruppen spricht, die nicht teilhaben an solchen Diskursen, auch im digitalen Raum, dann reden wir auch von den Digital Non-Natives, die sich gar nicht in diese digitalen Räume
trauen, die vielleicht gar nicht die Medienkompetenz haben, um in diese digitalen Räume zu gehen. Also ich glaube, was den Zugang erschwert, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Gründe für. Und da würde ich gerne wissen, gibt es da Konzepte oder Mittel oder in irgendeiner Form das besser zu machen? Weil das ist ja, man sieht ja in diesen generationalen Konflikten, die wir oft sehen bei ganz vielen unterschiedlichen politischen Themen, dass das natürlich ja auch eine Rolle spielt. Naja, da setzt natürlich politische Bildungsarbeit an. Das ist die Aufgabe der Landeszentrale, die wahrnimmt. Zum Glück wieder seit 3 Jahren. Wir hatten 2004, es war so, dass CDU, FDP der Landeszentrale die Mittel entzogen haben. Die war dann mehr als zehn Jahre nicht existent. In dieser Zeit hat sich aber ein bedeutender gesellschaftlicher Wandel vollzogen, also Thema Digitalisierung. Und wir haben dann SPD und Grüne in unserer Regierungszeit die Landeszentrale unter neuen Vorzeichen wieder ins Leben gerufen. Also unter dem Vorzeichen auch ins Digitale zu gehen, das war ganz, ganz wichtig. Und was kann man machen? Natürlich, die Landeszentrale in der Art und Weise, wie sie ausgerichtet ist, ist ein ganz wichtiges Instrument, auch gerade in die außerschulische Jugend und aber auch in die Erwachsenenbildung reinzuwirken, ganz klar. Daneben gibt es noch andere Player, die sind ja teilweise hier auch versammelt. Aber jetzt ist gut, jetzt hören wir, hier wurden wertvolle Jahre, sage ich mal, so ein bisschen versäumt durch zu wenig Mittel, so hört es sich ja gerade an. Jetzt ist die Frage, jetzt irgendwie sehe ich so ein bisschen verkeilt. Es gab auf der politischen Ebene, sage ich mal, ist es vielleicht ein Problem der Priorisierung, weil man sagt, man kriegt die Leute vielleicht analog und hat gar nicht so viel Priorität, die ins Digitale zu holen. Dann gibt es vielleicht hier ein Problem, dass man aber Mittel bräuchte. Dann gibt es hier wieder ein Problem in der Frage des Austausches und wie kriegt man das umgesetzt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle voneinander so ein bisschen abhängig sind. Wer macht jetzt den Anfang? Also wer macht jetzt den Vorstoß? Wir sind ja jetzt hier und die Landeszentrale gibt es wieder und sie lebt und das ist gut so. Und die braucht natürlich auch mehr Geld. Das ist auch so. Die Situation ist einfach so, wenn man über Geld redet, ist es immer wie so ein Tischtuch. Das passt nicht ganz über den Tisch. An allen Ecken wird gezogen. Und dann ist es ein Aushandlungsprozess. Man muss es durchsetzen, dass es wichtig ist, der Landeszentrale mehr Geld zu geben, Mittel zu verstetigen. Also ich bin auf der Seite natürlich auch als Vorsitzende des Kuratoriums, ist doch ganz klar. Ja. Also das ist doch meine Pflicht und das ist auch meine Herzensangelegenheit, die Landeszentrale zu unterstützen. Dann ist es halt im Parlament so, dass man auch so ein bisschen Lobbyismus in der Sache betreiben muss und gucken, wo habe ich jetzt Bündnispartnerinnen und Bündnispartner in der eigenen Fraktion, bei dem Koalitionspartner, in der Opposition. Und wie können wir das Thema so wichtig machen und als bedeutend herausstellen, dass es für unsere Demokratie wichtig ist, auch diese Landeszentrale sehr gut auszustatten. Und das ist etwas, wo ich dran arbeite. Ja. Aber wie gesagt, das fällt alles nicht so vom Himmel. Man muss was tun. Also ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Weil da haben ja andere Leute andere Vorstellungen, wo sie ihr Geld oder das Geld, das Steuergeld für verwenden wollen. Ja. Nee, ich glaube, du hast einen Gedanken dazu, den du gerne äußern möchtest. Genau, ich wollte nur sagen, ich wusste das gar nicht, dass die Landeszentrale ein paar Jahre lang so unterfördert war. Und wenn ich sowas höre oder nicht existiert hat, dann läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich mir nämlich auch denke, vor ein paar Jahren war es ja so, dass die Demokratie-Leben-Projekte, die halt auch diese Projekte gegen Rechtsextremismus haben, also was ja so eins der größten Probleme in Deutschland ist einfach, dass man halt diese Projekte, die Förderung genommen hat und dann halt auch, man sagt, es gibt zwar einen anderen Topf, aber da hat es dann an Strukturen gefehlt und wenn ich dann sowas höre, denke ich mir, ja, dann heißt das immer, oh, wie kann es sein, dass irgendwie Rechtsradikalismus so auf dem Vormarsch ist, dass Leute anscheinend desinteressiert sind und so weiter und so fort und irgendwie finde ich es total, ja, nervig und auch frustrierend dann zu hören, okay, diese ganzen wichtigen Projekte, die Demokratie fördern sind, dass das unterfördert ist. Und frage mich, wo sind da eigentlich auch die Prioritäten? Also das war nur so ein Gedanke. Ich wusste nicht, dass die Landeszentrale sogar ein paar Jahre lang nicht existiert hat. Also das ist krass zu hören. Ja.
Maria, du hattest noch einen Gedanken. Ja, genau. Also erstmal freue ich mich natürlich sehr über die klare Positionierung von Seiten der Politik und dass wir da ja auch einen großen Rückhalt haben. Und ich würde auch gerne nochmal auf deine Ursprungsfrage eingehen. Also wer muss denn anfangen? Und da ist natürlich erstmal, hängt ganz viel von politischen Entscheidungen ab, eindeutig. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir aus allen Bereichen daran gehen müssen. Das ist uns als Landeszentrale ja auch ein großes Anliegen. Wir wollen auch die verschiedenen Bereiche vernetzen, die verschiedenen Personen zusammenbringen und wirklich zu gucken, wie können wir da letztlich auch für unsere Demokratie gemeinsam unterwegs sein, mit den unterschiedlichen Meinungen, eben mit dem formalen System, was wir ja zum Glück sehr gut hier in Deutschland, eine tolle Demokratie, wo es auch genug Kritikpunkte gibt, dafür sind wir auch da, aber wo wir erstmal eine super Voraussetzung haben, aber genauso mit vielen total wichtigen Formen der Zivilgesellschaft und Aktivismus und da aber auch nochmal hinzugucken, wie kommen wir denn wirklich zusammen und wie können wir Barrieren abbauen. Und auch da sehe ich die Politik durchaus gefragt und ist ja die Frage, und ich glaube, das ist ja auch für die Parteien und eben für ganz viele Strukturen und zigjährige Strukturen oder hundertjährige Strukturen einfach eine Riesenherausforderung. Wie können wir das verändern und wie können wir neue Zugänge schaffen? Dass eben nicht, wie es jetzt gerade ja beschrieben wurde, ausschließlich oder zu einem großen Teil ältere Menschen sich engagieren, eher Männer sich engagieren und das tendenziell eben sehr weiß geprägt ist und da wirklich die Barrieren abzubauen. Und ich glaube, da sind also erstmal ja auch die Strukturen selber in der Pflicht und ich habe das ja auch so für die politische Bildung, sehe ich das tatsächlich auch als große Herausforderung und da sind wir leider auch noch sehr am Anfang, wo wir jetzt ja auch eben auch bundesweit durchaus ein Papier, wo wir das auch klar nochmal benennen, eben verabschiedet haben und das aber ja kein Selbstläufer ist, wo wir nicht sagen können, ja, wir wollen das gerne und jetzt kommt mal alle, das funktioniert ja überhaupt nicht, sondern es ist ja, auch eine echte Herausforderung, auch für uns, muss ich ja zugeben und ich leite jetzt diese Einrichtung auch als weiße Frau, da immer wieder hinzugucken, wo sind denn eigentlich die blinden Flecken und wie können wir wirklich da auch jetzt, wie hier so eine Tagung so gestalten, dass sich da auch möglichst viele angesprochen fühlen und dass wirklich auch ein Raum zur Verfügung steht. Und wie können wir eben auch mit spannenden Formaten ins Gespräch kommen? Wie kann man sich da gegenseitig auch unterstützen? Ich glaube, da gibt es einfach so ganz viele Ansatzpunkte, wo wir noch eine Menge zu tun haben. Es gibt viel zu tun, auf jeden Fall. Esra, wenn du... lass mich meine Frage stellen. Sagen wir mal so, Utopie, wir haben, die Landeszentrale hat ganz viele Mittel und ganz viele Gelder auf einmal und du kannst mitgestalten, du solltest ein Format machen. Was würdest du gerne ins Leben rufen? Wo würdest du ansetzen? Landeszentrale hat ganz viele Mittel und ich darf ein Projekt auf die Beine setzen. Genau. Und wie würde ich es machen? Ja, das ist politische Bildungsarbeit, deine Aufgabe. Was würdest du dir ausdenken? Okay, es hat jetzt keine, ich sage jetzt einfach mal, ne? Erstens, wenn ich ein Projekt auf die Beine stelle, dann ist für mich klar, okay, was ist das Ziel davon, für wen ist es gedacht, dann hole ich erstmal die Leute in das Team rein und wir entscheiden, welche Richtung das gehen muss. Dann muss abgeklärt werden mit der Landeszentrale, dass die Hoheit beim Projekt bleibt. Die Landeszentrale darf da nicht quasi, beziehungsweise ich projiziere das gerade auf die Landeszentrale, aber ich habe natürlich die Erfahrung aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ne? Da muss quasi ein Vertrauen da sein, zu sagen, ihr seid die ExpertInnen, wir vertrauen euch, dass ihr das machen könnt. Wir stützen euch in dem, was ihr macht. Das ist das eine. Das zweite ist, es muss gut bezahlt werden. Es darf nicht bedeuten, Honorar ist nicht drin, Reisekosten übernehmen wir, Übernachtung auch, aber das geht nicht. Da sind wir uns alle einig. Das dritte ist, hatte ich gerade im Kopf, einen Moment. Nachhaltigkeit. Dieses Projekt, natürlich, ein Projekt heißt ja, dass es einen Anfang hat und ein Ende hat, aber es macht keinen Sinn, Projekte ins Leben zu rufen, die dann quasi kurz mal da waren, cool, und dann haben die Leute, haben vielleicht nicht so viele Menschen davon profitiert und dann zerfällt es wieder. Also irgendwie so eine Methode anzuwenden, sodass Projekte oder dass ich entweder
eine Nachhaltigkeit in den Projekten entwickelt oder sich eine Kultur entwickelt. Eine Kultur ist ja auch nachhaltig. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir haben 10 Projekte, die sind alle ausgelaufen, das ist okay, aber im Resultat haben wir dann quasi eine Kultur entwickelt, wo die Menschen sich irgendwie mehr empowerter fühlen oder sagen, oh, ich gucke jetzt viel mehr auf Gender-Problematiken oder Gender-Awareness, dann ist es ja cool. Aber es muss in irgendeiner Form eine Nachhaltigkeit geben und diese Nachhaltigkeit muss für Menschen sein, die sonst nicht inkludiert werden. Und ich gucke mal dich die ganze Zeit an. Es muss jetzt so sein. Aber es sind gute Punkte, die, glaube ich, auch wichtig sind, weil man ja auch merkt, wenn es um das Empowerment geht von unterschiedlichen Gruppen, die man ja so gerne ansprechen möchte und gerne erreichen möchte, ist es ja auch wichtig, dass diese Menschen auch schon ohne die Teilhabe dieser Menschen geht es ja gar nicht. Das heißt, sie müssen auch empowert werden und man muss aber auch sehen, dass Strukturen geschaffen werden müssen, dass sie auch dieses Empowerment haben. Scheitert es oft daran? Ist es vielleicht nie, hast du da in irgendeiner Form Erfahrungen, dass Formate vielleicht gut angedacht waren, aber es gerade an so Punkten, die Esra gerade genannt hat, gescheitert sind? Ich glaube, zwei Sachen kommen da zusammen, dass man halt wie so eine Vision hat, was Esra gerade auch beschrieben hat, was die guten Punkte sind. Und dann muss man sich auch überlegen, Medien, klar, das soll informieren, Nachrichten sollen informieren, aber das sind auch immer noch Unternehmen und was die halt so für ökonomische Gedanken dahinter haben. Und wenn sie sagen, also dann, das kann ein wahnsinnig wichtiges Projekt sein und dann sagt irgendeine Person, ja, unser Parameter ist aber, dass das nicht genug klickt oder dass da nicht genug Interaktion ist oder so, das streichen wir jetzt. Und dann gibt es da vielleicht auch eine Zielgruppe oder halt Fans sogar schon, die sagen, warum ist das jetzt weg? Das war mal für uns, wir sind eh sowieso nicht so groß sichtbar und auf einmal wegen diesen Entscheidungen, die vielleicht für das Publikum auch weniger transparent sind, wird es dann wieder gecancelt. Und ich glaube, das passt 100% in das rein, was du gesagt hast, nachhaltige Strukturen. Oh, jetzt höre ich mich zweimal? Okay. Dass dann halt genau solche Entscheidungen konträr sind zu diesen, wir bilden was Nachhaltiges. Also als ich auch noch jünger war, vielleicht auch weniger im Journalismus und dann immer so, da gab es ja sogar noch weniger Projekte, die mich vielleicht angesprochen hätten oder wo ich direkt Zielgruppe gewesen wäre. Und also da hätte ich mir dann manchmal auch gedacht, okay, warum ist das jetzt da? Und dann ist es wieder so schnell weg. Und ist das jetzt einfach nur mal ein Saisonprojekt gewesen, weil es irgendwie schick ist, auch mal was mit Diversity zu machen? Da fühlt man sich nicht ernst genommen. Da denkt man einfach nur, man ist ein Faktor auf einem ökonomischen Plan von einem Medienhaus, von einem Medienunternehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Lebensrealität von einem dann nicht wahrgenommen wird. Und das müsste sich ändern. Das müsste, wie du gesagt hast, nachhaltiger werden. Ich will dem nur was hinzufügen. Ich gehe da voll mit. Ich glaube auch, Klickzahlen, das darf kein Maßstab sein. Und das finde ich richtig nice bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wenn da Videoprojekte sind, dann ist das kein Maßstab. Und das ist nice. Und dann dürfen Produkte, die noch nicht trendy sind, die noch nicht cool sind, die noch nicht irgendwie abgesegnet werden von der Mehrheitsgesellschaft, dann dürfen diese Produkte erstmal dastehen. Und es sind dann quasi, es ist dann okay, wenn sich das nur 700 Menschen angucken, aber für diese 700 Menschen ist das dann was Wichtiges. Also ich glaube, ich verstehe auch so in Reichweite zu denken und zu sagen, wir haben da jetzt 10.000 Euro reingeballert, das muss dann irgendwie auch eine Wirkung haben, wie können wir das messen, aber vielleicht nicht nur an Zahlen festzumachen, da gehe ich voll mit. Und das andere ist, was du gerade meintest? Gerade. Aber ist das, ist das eine Sache, die die Landeszentrale für politische Bildung so auf dem Schirm hat, oder ist das auch ein Gefühl, weil das war jetzt quasi so eine, so wie es beobachtet wird, ist es denn auch tatsächlich die Haltung der, wie politische Bildungsarbeit begriffen wird, dass es nicht heißt, okay, das interessiert jetzt die Massen, sondern das ist einfach wichtig und es muss jetzt einfach mal dastehen? Ja, ich würde sagen, es ist beides, je nachdem, was wir uns für Ziele geben, dann sind es natürlich durchaus Fragen, die aus der Politik kommen. Wen erreicht denn das überhaupt? Wofür geben wir denn dieses Geld? Wie investieren wir das? Und erstmal ist es hier nachvollziehbar, dass wenn Steuermittel irgendwo investiert werden, dass es gute Gründe geben muss. Mhm. Aber die Gründe können natürlich sehr unterschiedlich sein. Und das ist ja ein sehr guter Grund, wenn zum Beispiel eben dann Leute, und ich meine 700 ist
ja schon was, dann wirklich da ein tolles Angebot haben, für die es vielleicht sonst auch wenige Angebote gibt, dann ist es ja eine sehr lohnende Investition und dann kann man das nicht immer mit Zahlen runterbrechen. Mhm. Und prinzipiell ist es ja auch und so, genau, also gerne, wenn wir in ein paar Jahren mal wieder eine Veranstaltung machen, dann ein Feedback, ist mir total wichtig, jetzt auch für unsere Landeszentrale, zum Beispiel im Bereich Diversität. Ich gucke wieder Joanna Mechnich an, weil die bei uns auch dafür steht und das immer wieder konsequent einbringt und wir als gesamtes Team uns das wirklich auf die Fahne geschrieben haben, dass wir diversitätsbewusst arbeiten wollen und das eben nicht als Projekt verstehen, sondern wirklich auch verankern wollen und hoffentlich eben nicht diesen Eindruck erwecken. Und sonst brauchen wir da immer wieder ein Feedback, was uns weiterhilft, dass es nur irgendwie als Marke oder es ist gerade hip oder so, mhm. weil das ist überhaupt nicht das, was wir wollen, sondern wir haben da ein echtes Anliegen, Teilhabe eben auch von Menschen, die sonst vielleicht nicht gehört werden, die bestimmte Anliegen nicht so gut einbringen können, das wirklich zu stärken, weil das ist ja, es geht auf Menschenrechte zurück, das ist, also sonst funktioniert unsere Demokratie nicht, aus meiner Sicht. Das ist eigentlich ein Grundauftrag, den wir haben. Und wir sind ja jetzt nicht, wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, sondern haben einen öffentlichen Auftrag und haben einen Auftrag für Demokratie. Jetzt ist es aber wahrscheinlich doch auch so, wenn wir auch noch davon reden, dass diese Zusicherung der Mittel und zu sagen, das ist jetzt, man muss da keine Angst haben, dass die vielleicht irgendwie dann wieder gestrichen werden, weil wir sind ja vielleicht ja noch nicht da, wenn das noch, wenn die Landeszentrale für politische Bildung so lange irgendwie brach lag in der Hinsicht. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass gerade das zu verargumentieren, warum sie diese Mittel weiter bereitstellen muss, oft an Zahlen oder großen Erfolgen gemessen werden könnten. Ist das eine Gefahr, die es vielleicht gibt? Also das haben wir bisher so nicht gehabt. Wäre mir neu, dass das sozusagen überprüft wird, wie in so einem Wirtschaftsunternehmen. Dieser Zweig ist nicht produktiv, der wird gestrichen. Das ist Quatsch. Mhm. Weil ich meine, das haben wir, wissen wir doch alle, die irgendwo parlamentarisch unterwegs sind und zu den demokratischen Fraktionen gehören. Mhm. Dass wir wissen, wie Demokratie unter Druck ist und von welcher Seite Demokratie unter Druck ist. Was Rechtsextremismus macht und was das Netz macht und was die Themen, die hier auch diskutiert worden sind, Hate Speech. Hate Speech gibt es nicht nur im Netz, ich erlebe das im Parlament. Mhm. Nächste Woche vielleicht nicht, weil die AfD-Fraktion in Niedersachsen aufgelöst ist. Aber bis dato habe ich es erlebt. die haben sich selbst atomisiert. Aber ich meine, dass davon geredet wird, dass Messermädchen unterwegs sind, dass die Asyl- und Migrationsindustrie, ne, das sind die Worte, mit denen die AfD da spricht. Und das sind Worte, die gehören für mich zu Hate Speech. Das werden wir vielleicht nicht nächste Woche hören, weil es nur noch Einzelpersonen jetzt sind und die nicht im Kollektiv auftreten wie bisher. Aber die Landeszentrale, und das ist außerhalb von Niedersachsen auch, also wir brauchen Mittel in Demokratiebildung. Das ist absolut wichtig, weil sonst sägen wir uns den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir wollen demokratisch leben und da brauchen wir Menschen, die auch entsprechend eine Bildung haben und das nicht in der Schule, sondern also die auch fortwährend die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ich sagte vorhin, es ist nicht mehr der Marktplatz, der nur im Fokus steht, sondern der Marktplatz, den haben wir jetzt quasi im Handy, der ist, ist das Netz ist überall und nur nicht hier gerade, aber wir haben da eine andere Möglichkeit, eine andere Arena, wo man miteinander diskutiert. Ja. Genau, aber man hat ja auch das Gefühl, es gibt irgendwie den analogen und den digitalen Marktplatz und irgendwie tauschen die beiden sich nicht richtig aus. Aber Nie, du hattest noch einen Gedanken dazu. Eine kurze Anmerkung zum Thema, was die Landeszentralen, was die Bundeszentralen jetzt auch schon machen und wo ich denke, das könnte so viel besser gestreut werden, wieder zum Thema Wissenszugang. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, Wissenschaft, noch kurz dahin, ist auf jeden Fall biased, stimme ich zu. Ich meinte nur, dass Wissen gestreut werden muss, dass mehr Leute Zugang zu Wissen haben sollten. Und es gibt ja diese wirklich super tolle Schriftenreihe von der WFB, wo halt wirklich gute Bücher, die so viel teurer sind normalerweise, für 4,50
bereitgestellt werden oder halt auch die Landeszentralen, dass man sich da im Quartal Bücher kostenlos bestellen kann und so. Ich habe aber das Gefühl, kaum jemand weiß das. Also das finde ich schon mal was Gutes. Zumindest in Sachsen ist vielleicht sogar, ja, ist es so, dass man nicht mal Geld bezahlen muss für die 5 Bücher im Quartal. Und das ist ja nur eine Maßnahme. Es muss so viel mehr gemacht werden. Aber kaum jemand weiß darüber. Und dann denke ich mir so, okay, da gibt es ein gutes Angebot, das ist schon toll, so wie es ist. Diese Struktur ist existent und toll und dann weiß kaum jemand, dass man das nutzen kann. Das müsste vielleicht sogar auch noch transparenter gemacht werden, weil da denke ich mir auch Leute, die wenige Mittel haben oder weniger Geld haben oder strukturell schwächer sind, das ist zugänglich. Aber wenn man nicht davon weiß, dann kann man auch keinen Zugang haben. Ja. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt eben, weil dann hat man diese tollen Konzepte, man macht den Zugang leichter zu Wissen, man macht ihn verfügbarer, man entwickelt ganz tolle Apps und dann sieht sie keiner. Das ist halt, dann merkt es keiner, dann weiß es keiner. Also wo ist es in dem Konzept, dass man sagt, die Distribution dieser Konzepte, ist das ein Fokus in der auch bei der Landeszentrale für politische Bildung, wie man diese Sachen überhaupt rausschickt? Klar, wir hoffen natürlich sehr, dass wir es eben nicht nur für uns selber machen und dann begeistert sind von irgendwelchen Apps, die aber sonst niemanden interessieren. Und wir haben da mehrere Stränge. Also erstmal versuchen wir schon, wenn wir was entwickeln, das nicht alleine zu tun, sondern immer mit PartnerInnen zusammen zu machen, mit Organisationen, die eben auch ihre Bildungseinrichtungen, ihren Verband und auch schon viele Menschen mitbringen. Das haben wir bei der Konterbund-App so gemacht. Das haben wir jetzt auch bei unserer Medienplattform, politische Medien. Kompetenz.de-Plattform so gemacht, dass wir die Dinge also schon gemeinsam entwickeln und darüber natürlich auch verbreiten, auch über MultiplikatorInnen, die wir dann qualifizieren und natürlich über die vielen PartnerInnen. Ohne die, und das war eigentlich auch mein Anliegen, warum ich mich gemeldet hatte, weil wir haben jetzt eine ganze Menge über die Landeszentrale geredet, was ich natürlich immer großartig finde, aber mir ist es eben auch ein ganz großes Anliegen, alleine können wir als kleine Landeszentrale ja auch gar nichts bewirken. Das ist auch gar nicht sinnvoll. Wir brauchen ja auch eine plurale Landschaft, also viele verschiedene TrägerInnen, die dann wieder eigene Zugänge haben, die politische Bildung machen im Land. Und da ist Niedersachsen ja auch super aufgestellt. Und das sind für uns natürlich ganz viele PartnerInnen, ganz wichtige PartnerInnen einerseits, da auch unsere Angebote zu verbreiten, aber auch die Dinge aufzugreifen, die hier im Land passieren, die gemacht werden, da auch verschiedene AkteurInnen zusammenbringen. Und das Dritte ist natürlich unsere Öffentlichkeitsarbeit, wo wir einerseits über Social Media Kanäle, über Pressearbeit, über verschiedenste Formen, wo wir nach 3 Jahren, finde ich jetzt schon, auch super aufgestellt sind, merken wir auch, dass so eine Tagung tatsächlich dann nach 2 Tagen oder nach wenigen Tagen jedenfalls ausgebucht ist und sich Dinge einfach auch jetzt schon ganz anders verbreiten über unsere Netzwerke, aber da gibt es natürlich auch noch viel mehr Potenzial, aber wir merken, wie jetzt bei Konterbund, die taucht immer wieder auf, wo wir gar nichts mit zu tun haben, wo wir die über verschiedenste Kanäle gestreut haben und dann wird die genutzt und natürlich Bildungsmaterial, was wir dazu dann anbieten, weil letztlich geht es natürlich wirklich darum, Bildung ist ja nicht nur kurz was sehen, sondern wirklich auch ein Setting zu schaffen, wo man drüber reflektiert, wo man verschiedene Perspektiven einbringt, diskutiert, um sich überhaupt eine Meinung bilden zu können und das dann eben in verschiedenste Bildungskontexte, sei es digital, aber natürlich genauso auch analog dann einzubringen. Insofern natürlich ein super wichtiges Thema für uns. Esra, du hattest dich kurz so zum Mikro gedingst. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest. Ja, ich muss ganz kurz, was du gesagt hast, das ist ein Zugang zu Wissen und ich gehe da ein Stück weit mit. Ich würde auch sagen, Bildung ist wirklich das, was uns ausstattet. Aber womit ich nicht mitgehe, ist, dass Bildung nur in Institutionen passiert. Und dann davon auszugehen, dass quasi, du meintest Zugang zu Wissen, aber deswegen die Akademie, aber dann davon auszugehen, dass es hauptsächlich nur Wissen in der Akademie gibt, sondern habe ich es falsch verstanden dann eher? Genau, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, als es um den, so wie Alice es meinte, mit dem Wissenstransfer, weil ich ja aus Akademie auch komme und wie ich das einschätze, wie sich das verbreitet, das meinte ich nur, dass da total eine Schieflage gibt. Für wen wird Akademia gemacht? Aber ich meine nicht, das ist das, wo das Wissen herkommt, weil das würde ja meinen, dass nur Leute aus Akademia Wissen haben. Und das stimmt ja nicht. Nee, das meine ich nicht so. Okay. Gut, dass wir das Missverständnis vielleicht aufgeklärt haben. Es geht ja auch natürlich auch, also Wissen, vielleicht auch unseren Begriff von Wissen
noch mal ein bisschen erweitern. Also welches Wissen ist auch wichtig aufzunehmen und auch zu verbreiten, und dass es eben nicht nur dieses Gefühl von Akademia zu, sag ich mal, Nicht-Akademia, sondern auch umgekehrt, und dass dann auch das Wissen der Nicht-Akademia auch dann wieder die Akademia beeinflusst in der Hinsicht und dann vielleicht die Forschungsfragen auch präziser stellt oder auch mehr Leute einlädt, da teilzuhaben und teilzunehmen. Mit dem Blick auf die Uhr muss ich schon die Abschlussrunde machen. Ich würde gerne wissen, wir haben jetzt schön, das finde ich total schön, dass wir so kritisch und reflektiert und darüber diskutiert haben, was es noch braucht und was wir noch anpacken müssen. Aber so macht man das hier mit Abschlussrunden, dass man ein bisschen konstruktive oder dass man ein bisschen nochmal guckt, was gut läuft. Ich würde gerne wissen, und da gehen wir auch einmal die Reihe durch, was sind Erfolgserlebnisse gewesen in letzter Zeit? Was motiviert dich, welches Erlebnis oder welche Erfolgserlebnisse motivieren dich weiterzumachen? Wo denkst du, das ist die richtige Richtung? Hier möchte ich noch mehr machen. Ulrike, du bist dran. Okay, jetzt so ganz spontan. Also diese 2 Tage auf jeden Fall. Mhm. Also ich fand das großartig, hier mit so vielen spannenden Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich habe wirklich hier auch so eine Riesenliste an Impulsen mitgeschrieben, so für unsere Arbeit, was nochmal spannend ist, was wir auch noch bedenken können, was man noch machen könnte und einfach Perspektiven mit einzubringen. Also das finde ich total großartig und eben an diesem Thema wirklich dran zu bleiben. Also ich merke, wenn das gelingt, also Teilhabe aller, wen beziehen wir ein? Dann ist es was mich auch richtig motiviert, wo ich denke, yo, da bewegen wir auch was und da setzen wir wichtige Akzente. Oder auch, wenn ich dann so wirklich plötzlich einen kleinen Film über diese Konterbund-App sehe, von Jugendlichen, mit denen wir nie was zu tun hatten, die dann das in die Bildungsarbeit eingebaut haben, die dann drüber berichten und wie das sogar aus einer Perspektive von eigenen Diskriminierungserfahrungen, wie die das hilfreich fanden, dann kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut und denke, ja, bei allem, was manchmal auch stressig ist und viel ist, ist einfach klasse, was wir machen. Schön. Gibt es was in der Politik, welche Erfolgserlebnisse gibt es da? Wo würdest du gerne weiter ansetzen, weitermachen? Was motiviert dich? Also Erfolgserlebnisse in der Politik möchte ich jetzt nicht unbedingt sprechen, sondern was ich jetzt hier aus der Diskussionsrunde mitnehme und was mir sehr gut gefällt, weil ich bin ja Wissenschaftspolitikerin und war auch lange in der Wissenschaft unterwegs, bevor ich dann in den Landtag gewählt worden bin, auch beispielsweise im Bereich Gleichstellung unter anderem. Ne? Und dass ich eben eine Erkenntnis hier mitnehme, und die freut mich, weil ich würde die jetzt anders formulieren, als ihr sie formuliert habt, aber ich glaube, es trifft sich im Geiste dann. Also dass Demokratisierung von Wissen und Demokratisierung von Politik zusammengehören und dass wir an solchen Stellen vernetzend arbeiten müssten. Also das würde ich jetzt sozusagen als meinen Auftrag mitnehmen. Es ist auch ein Thema, was wir tatsächlich im Landtag bearbeiten, das Thema Wissenstransfer, Third Mission. Nicht alles im Elfenbeinturm lassen, überhaupt nicht, sondern es muss in die Breite gehen und es muss Menschen befähigen, sich selber in die Hand zu nehmen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Nicht losgelöst von Unterstützung, aber dass man wirklich selber was auf die Wege bringen kann. Das ist wichtig. Und Demokratie, politische Bildung und demokratische Wissenschaft gehören zusammen. Ja. Empowerment, sagt man das immer so. Ja, lernt man das immer so gerne. Erstmal voll lieb, dass du das fragst, weil ich finde es voll schön, wenn man ein Abschlusspanel oder so hat oder dann rausgeht und mit so einem auf was Nettem rausgeht, mit ein paar schönen Gedanken noch. Ja, ich glaube, was ich empowernd oder halt sehr bestärkend fand in letzter Zeit war, ich gemerkt habe, wie sich halt so Communities oder auch marginalisierte Communities vernetzen und dann irgendwie was machen. Also ich sehe das ja gerade zum Thema riesengroß morgen, 3. Oktober, Wiedervereinigung, bla bla bla. Und ich komme halt aus dem Osten und sehe da wieder migrantische Communities, erste Generation, zweite Generation, sich vernetzen
Und mein Gedanke ist da immer so, Leute sagen, ach, eure Stimme müsste doch mal gehört werden. Die Stimmen sind ja schon immer da, es gibt nur nicht genug Leute, die zuhören. Mhm. Und da denke ich mir, ja, wenn ich mir hier anschaue, was die erste Generation seit Jahren stemmt, aber kaum gehört wird, ich habe riesen Respekt davor. Also Ost und West, Gast- und VertragsarbeiterInnen, was die halt gemacht haben. Und ich mir immer denke, okay, wenn ihr jetzt über 30 Jahre Einheit spricht, dann vergesst aber nicht die ganzen MigrantInnen, die dieses Land wieder mit aufgebaut haben. Mhm. So, und sehe halt einfach, wie die sich vernetzen und wie gut die halt sich gegenseitig bestärken. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Und ich denke, so von diesen Kämpfen, die schon so lange geführt werden, davon kann ich auch noch einiges lernen. Schön, ja. Transgenerationale Wissenstransfer und ist auch ein ganz wichtiges Thema. Danke. Esra. Ich würde da auch voll mitgehen. Also transgenerationaler Transfer, aber ja auch innerhalb auf unserer Ebene. Ich meine, wir sind auch hier KreatorInnen gerade da und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich sage, das läuft gerade richtig, richtig gut. Wir sind vernetzt, wir kennen uns, wir sprechen. Und ich glaube, da lernen wir auch mehr und mehr miteinander, einen Umgang miteinander zu finden. Das ist auf jeden Fall schon mal für mich, was mich sehr, sehr unterstützt in meiner Arbeit, zu wissen, dass du deine Arbeit machst oder du Kuhsohne, dass du da bist. Was ich auch gut finde, ist, dass es mittlerweile ein Selbstverständnis, dass es selbstverständlich geworden ist, inklusiv zu denken. Das war nicht selbstverständlich. Vor 5 Jahren, 10 Jahren, das ist was? Über diese Themen, über die wir heute hier gesprochen haben, das war, also in meiner Wahrnehmung, glaube ich, das war so, warum meckerst du jetzt? Sei doch dankbar-mäßig. Also ich glaube, das ist schon mal es ist voll schön. Es ist auch ein bisschen beruhigend, auch zu wissen, okay, cool, in verschiedenen Gewerken, in verschiedenen Bereichen wirken Menschen und wir haben so eine ähnliche Vision. Wir gehen in eine ähnliche Richtung. Was mich auch ein bisschen motiviert ist, vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung oder auch das zu wissen, nee, nicht zu wissen, oder vielleicht wird es ja auch möglicher sein, dass in der Zukunft, wenn es um Gelder geht, in der politischen Bildungsarbeit, dass muslimische Organisationen nicht nur Zugang haben auf eine sogenannte Radikalisierungsprävention, weil das ist Standard, sonst haben wir keine Töpfe, sonst kriegen wir keine Gelder. Aber wenn ihr euch radikalisieren wollt, dann meldet euch. Das ist halt so super schwierig. Und da dann wirklich, also das würde ich mir wünschen, dass ich dann dieses Selbstverständnis, was wir hier auf dem Panel haben oder auch hier auf dieser Tagung, dann sich auch niederschlägt auf die Art und Weise, wie Strukturen aussehen, wie Gelder vergeben werden und dass wir dann auch einfach Gelder bekommen, also muslimische Migranten-Selbstorganisationen oder auch Nicht-Migranten-Selbstorganisationen, sagen können, nee, wir machen jetzt einfach Kulturarbeit, wir machen Medienprojekte, Medienkompetenz, wir machen Empowerment, dass das absolut normal ist und dass es nicht mehr darauf gemünzt ist, auf so eine vermeintliche Sicherheitsnarrative. Ja. Schöner und wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch bei den vielen Punkten, die wir angesprochen haben, wo noch viel zu tun ist, wo noch viele Strukturen geschaffen werden müssen, wo noch Vernetzungsarbeit stattfinden muss und Transferarbeit und all das, nochmal auch zu sehen, es bewegt sich auch was, es passiert auch was und auch diese Veränderung auch, auch zu benennen und sichtbar zu machen, weil sonst demotiviert das vielleicht bei dem Berg von Arbeit, den wir noch vor uns haben. Aber ich nach so 2 Tagen Tagung und nach dem Wissen, was hier ausgetauscht worden ist und nach der Identifikation der unterschiedlichen Problembereiche und Herausforderungsbereiche und auch der Erarbeitung von Lösungen, kann man auf jeden Fall durchaus motiviert sein. Die sieht gut aus. Wir haben auf jeden Fall kompetente Leute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und das motiviert mich persönlich auch. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Austausch. Und ich danke auch allen GästInnen dieser Tagung, allen Teilnehmenden dieser Tagung fürs Mitmachen. Die Menschen vor den Bildschirmen da draußen, denen danke ich auch. Danke fürs Zuschalten und fürs Zuhören und fürs Mitmachen.